Und bei mir steht jetzt der Politikwissenschaftler Professor Frank Brettschneider. Inwieweit kann man davon sprechen, dass das Thema Stuttgart 21 der Regierung unter Stefan Mappus wirklich den Kopf gekostet hat? Ja, da waren zwei Aspekte, die bei Stuttgart 21 bei der letzten Landtagswahl eine Rolle gespielt haben. Der erste Aspekt war der Protest gegen dieses Projekt insgesamt, gegen den Verkehrsaspekt, gegen die Kosten. Und der zweite Aspekt war aber sehr viel grundsätzlicher, die Frage des Politikstils. Wie wird Politik gemacht? Wie hat die CDU über Jahrzehnte Politik gemacht? Und gegen beide Aspekte hat sich der Protest gerichtet. Das Projekt selbst und auch den Politikstil. Und beides hat Stefan Mappus geschadet. Nicht ganz so stark wie Fukushima, aber doch gewaltig. Das heißt, wie war der Politikstil? Wie sehr hat das Verhalten der CDU-Regierung, also Stefan Mappus, einen ersten grünen Ministerpräsidenten überhaupt erst möglich gemacht? Ja, der Politikstil wurde von vielen als von oben herab wahrgenommen. Nicht auf Augenhöhe, nicht mit Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger. Und das war ja auch genau einer der Ansatzpunkte dann für die neue grün-rote Regierung, zu sagen, wir wollen die Politik des Gehörtwerdens etablieren in Baden-Württemberg mit einem Ausbau etwa von informellen Bürgerbeteiligungen, wenn es um Straßenbau geht, um neue Justizvollzugsanstalten. Also da hat man versucht aufzugreifen, diesen Unmut, den es gegeben hat, dass über die Köpfe von Bürgerinnen und Bürgern hinweg entschieden würde. Und ist der aktuellen Regierung das gelungen? Inwieweit musste sich Winfried Kretschmann denn verbiegen, nachdem er zum Ministerpräsidenten gewählt wurde? Davor hat er sich immer gegen das Projekt ausgesprochen. Letztendlich musste er es herbauen lassen. Ja, das sind wieder die beiden Aspekte. Er hat, was den Stil betrifft, seine Punkte machen können durch die Politik des Gehörtwerdens. Was die Sache betrifft, konnte er sich nicht einigen mit der SPD. In der Koalition gab es darüber unterschiedliche Auffassungen. Dann hat man es in die Hand der Bürger gegeben über den Volksentscheid. Und da kam ein ziemlich eindeutiges Ergebnis raus. Die Mehrheit war sowohl in Stuttgart als auch in Baden-Württemberg gegen einen Ausstieg aus der Finanzierung durch das Land. Und damit war die Sache dann für Winfried Kretschmann aber auch erledigt. Und das hat ihm bei den bürgerlichen Wählerinnen und Wählern durchaus Pluspunkte eingebracht, weil er zeigen konnte, ich gehe hier nicht über das hinweg, was die Mehrheit möchte, auch wenn ich selbst anderer Meinung bin. Inwieweit hat denn diese Volksabstimmung, zu der es ja dann gekommen ist, auch die politische Kultur in diesem Land hier verändert oder auch das Demokratieverständnis? Ja, die Volksabstimmung ist teilweise ja auch ein Ergebnis eines veränderten Demokratieverständnisses. Umfragen zeigen, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich mehr Bürgerbeteiligung wünscht. Gar nicht immer das Entscheiden, aber das Mitwirken können, das gehört werden und zwar frühzeitig. Nicht am Ende eines Projekts, wenn die Planung steht, sondern wenn sie beginnt. Und das hat schon einiges geändert. Es gibt viele positive Beispiele, bei denen man sagen kann, jetzt in Baden-Württemberg, da hat es was gebracht, die Bürgerinnen und Bürger mit anzuhören. Da ist auch Planung besser geworden. Vielen Dank, Professor Brettschneider.